Willkommen bei German in New York. Wir sind auf der Suche nach der deutschsprachigen Community in New York City. Auf unserer Reise durch die Stadt der Städte stellen wir euch die Deutschen, Österreicher und Schweizer vor, die im Big Apple leben und arbeiten. Bevor wir zur eigentlichen Episode kommen, ein kurzer Hinweis. Wir sind offizieller Partner der diesjährigen Moving Forward Konferenz, die nach den Auftaktveranstaltungen in London und Wien nun zum zweiten Mal nach New York City kommt. Die Konferenz dreht sich rund um Tech, Business und Kultur mit Themen wie künstliche Intelligenz, E-Health, Green Tech, Mobility, Kryptowährung und einiges mehr. Sie findet am 30. Mai im Metropolitan West in New York City statt und bietet eine super Auswahl an Sprechern, die sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus dem deutschsprachigen Kulturraum kommen. Mit uns bekommt ihr 30% auf den Ticketpreis. Besucht einfach unsere Webseite unter www.german-in-newyork.com/moving-forward. Dort findet ihr einen Promocode und die entsprechenden Links zur Webseite der Konferenz und zum Ticketverkauf auf Eventbrite. Ihr findet die Infos aber auch in der Beschreibung dieser Folge. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Heute sprechen wir mit Katrin Zimmermann. Sie ist seit 3 Jahren in New York und Managing Director der TLGG Consulting, des Nordamerika-Büros der TLGG, einer Kommunikations- und Consulting-Agentur für das digitale Business. Sie hat uns einige Einsichten in die Herausforderungen der Digitalisierung gegeben und mehr darüber erzählt, wie es war, das Nordamerika-Büro für TLGG in New York zu eröffnen. Vielen Dank für deine Zeit, Katrin. Sehr gerne. Kannst du uns etwas zu deiner Person erzählen? Wie sieht dein beruflicher Werdegang bis hierhin aus? Was hat dich nach New York gebracht? Und wie lange bist du schon hier? Fange ich von hinten an. Ich bin schon 3 Jahre hier. Was hat mich nach New York gebracht? Meine vorherige Karriere offensichtlich, bei der ich den Christoph, den Gründer von TLGG, kennengelernt habe, damals als Kundin. Und er hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für TLGG zu arbeiten und das New Yorker Office mit zu eröffnen. Was habe ich vorher gemacht? Was hat mich hier hingebracht? Ich habe eine sehr lange und tolle Lufthansa-Karriere hinter mir mit sehr vielen unterschiedlichen Stationen, von der Ausbildung bis zur Flugbegleiterin hin bis zur Vorstandsassistentin und Mitgründerin genau des Lufthansa Innovation Hubs, der gerade heute seinen 4. Geburtstag feiert. Und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Also eine sehr bunte und diverse Karriere, aber innerhalb eines Konzerns, relativ großen und wahrscheinlich auch bekannten Konzerns. Und viele spannende Dinge da machen dürfen, kennenlernen dürfen. Und irgendwann, ich war nicht mehr ganz so jung, aber vielleicht dann doch noch relativ jung, hatte ich so das Gefühl, wow, entweder ich bleibe jetzt hier für immer oder ich traue mich mal, das gemütliche Nest zu verlassen und was ganz anderes zu machen. Und weil ich mich innerhalb des Lufthansa Innovation Hubs sehr viel mit dem Thema Veränderung, Innovation, wie verändert sich die Welt, wie verändern sich Menschen, wie verändert sich Gesellschaft, wie verändern sich Organisationen beschäftigt habe und immer das ganze Thema so ein bisschen Angst vor Veränderung, was bedeutet das denn, wenn man seine Komfortzone verlassen muss, eine Begleiterscheinung war, habe ich mir gedacht, naja, also wenn du jetzt schon so weit gehst, dann mach doch mal so einen richtigen Komfortzonen-Verlassen-Schritt. Und daraufhin habe ich gesagt, Christoph, ja, ich mache das, ich gehe nach New York, und das war auch eine Herausforderung. Das glaube ich dir. Was ist der Lufthansa Innovation Hub? Was ist das genau? Der Lufthansa Innovation Hub ist im Grunde genommen die digitale Transformationseinheit der Lufthansa, die der Konzernvorstand jetzt vor etwas mehr als 4 Jahren dann ins Leben gerufen hat, um innerhalb des Lufthansa-Konzerns das ganze Thema Technologie, Digitales, IT voranzubringen, etwas näher an Innovationseinheiten außeralb des Konzerns heranzurücken, innerhalb der Reiseindustrie, also zum Beispiel in Berlin mit mehr Nähe zu Startups. Der Lufthansa Innovation Hub eröffnet gerade seinen 2. Standort in Singapur. Also es ist wirklich so eine globale Herangehensweise an, wie kann der Konzern Lufthansa mehr Reiseinnovation vorantreiben durch die digitalen Veränderungen, die sowohl am Kunden, aber auch insgesamt an Technologien stattfinden. Ist das eine Art, ich sag mal, Startup im Unternehmen, oder ist das ein Inkubator? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, es ist im Grunde genommen ein Startup innerhalb des Unternehmens, der unterschiedliche Funktionen einnimmt.
Und der sich auch in den letzten 4 Jahren extrem weiterentwickelt hat. Also es begann so ein bisschen als die Pioniere der Veränderung und entwickelt sich jetzt in im Grunde genommen ein Venture-Arm und ein Kooperationsarm mit Startups, aber auch Unterstützung innerhalb der Organisation, Innovation und Veränderung voranzutreiben. Sehr also cool. Sehr vielfältig. Auf jeden Fall. Kannst du uns etwas mehr über TLGG allgemein, das Office hier in New York und auch deine Rolle hier erzählen? Das kann ich. Also TGG wurde 2008 so in der Welle der sozialen Medienbeginne in Deutschland gegründet, immer schon mit der Intention, das Internet wird uns Möglichkeiten geben, die insbesondere Business-Transformation herbeiführen werden. In Deutschland begann das Ganze so ein bisschen mit dem Anklang von DAX 30, von Daimler zu Lufthansa und anderen Kunden mit der Thematik Social Media, Facebook und Co. So ist im Grunde genommen TLGG eine bekannte Einheit in dem ganzen Bereich digitale Kommunikation geworden in Deutschland und mit, glaube ich, als einer der ersten Kunden damals noch auf Lufthansa-Seite fingen wir dann an, bei TLGG Themen anzufragen, wie was heißt denn eigentlich digitale Technologie für Geschäftsmodelle, was heißt das weit über Kommunikation hinaus für Kundeninteraktion und so hat sich dann auf der einen Seite meine persönliche Karriere, aber auch TLGG weiterentwickelt, indem es eben immer mehr zu einem digitalen Transformations-Consultant geworden ist. Und im letzten Jahr haben wir dann im Grunde genommen seitens TLGG eine Ausgründung einer TLGG Consulting vorgenommen, sodass es jetzt zwei Geschäftseinheiten innerhalb von TLGG gibt. Einmal die dann klassische Agentur, die im Grunde genommen noch das ganze Thema Kommunikationsfokus hat und dann die TLGG Consulting, die sich um das ganze Thema Business Transformation kümmert. Was machen wir hier in New York? Wir sind 2016 gestartet, also zwei Pioniere wirklich von Scratch. Vielleicht ein wichtiger Zwischenschritt dazwischen, 2015 hat Omnicom TLGG gekauft. Mit der Zielsetzung seitens TLGG, sich international aufzustellen. Und wir in New York haben dann im Grunde das erste internationale Office eröffnet in 2016. War sozusagen der Pioniervorlauf. Wir gucken uns mal an, was ist denn hier eigentlich? Wie funktioniert Omnicom? Was ist das für ein US-Unternehmen, das uns jetzt sozusagen gehört? Wie navigieren wir New York als Unternehmen, was ein ganz anderer Markt ist als Deutschland? Und New York ist dann auch nochmal anders als USA. Also sehr viele Learnings, die wir, glaube ich, in dieser Zeit hatten. Wir haben ein paar Kunden aus Deutschland mitgenommen, die sozusagen die Anfangsbasis mitgebaut haben. Und ja, eigentlich seit Ende 2016 bin ich jetzt hier diejenige, die von dem ersten Stuhl ins Büro getragen bis hin zu jetzt. Inzwischen sind wir ein größeres Team, was gemeinsam mit dem Omnicom-Netzwerk letztes Jahr einen schönen Erfolg gefeiert hat, weil wir den globalen Ford Pitch gewonnen haben, was insofern spannend ist, als dass Ford 75 Jahre lang den gleichen Kreativpartner hatte und es zum ersten Mal in der Geschichte von Ford eine Veränderung der Partnerschaft gegeben hat und wir jetzt als Gruppe aus der Omnicom heraus eine neue Rolle in dem sich immer weiter verändernden Feld von Marketing und Kundeninteraktion mitgestalten dürfen. Sehr cool. Omnicom, für die, die es nicht kennen, ist ein amerikanisches Kommunikations- und Advertising-Unternehmen, wenn ich das... Genau, also im Grunde eine Holding-Struktur für unterschiedliche, also inzwischen ein breites Portfolio an Marketing, Advertising, aber auch Beratungsunternehmen, die mit darunter fallen, weil sich auch diese Industrie einfach immer weiterentwickelt und da eine Gestaltung stattfindet. Genau, börsennotiertes Unternehmen hier in den USA, weltweit aktiv. Und Omnicom hat jetzt durch euch, ich sag mal, auch eine Repräsentanz in Deutschland oder hatten die vorher schon dort etwas? Hatten auch vorher in Deutschland schon eine Repräsentanz, wo wir, glaube ich, einfach stark mit unterstützt haben, ist die Repräsentanz ins Digitale viel stärker mit auszubauen und da einfach einen Namen mitgebracht haben, der sehr bekannt ist und große Kunden anziehen konnte. Mhm. Du leitest das Büro hier in den USA und dann habt ihr noch einen CEO in Deutschland, das ist der Chris... Christoph. Christoph ist der globale CEO. Ich bin hier für, wir nennen es das Nordamerika-Geschäft im Grunde genommen, zuständig. Wir haben so ein bisschen angrenzendes Geschäft, so auch in der
südamerikanischen Ecke und genau, für alle Aktivitäten, die in diesem Rahmen irgendwie stattfinden, bin ich verantwortlich, genau. Ich glaube, im Business-Jargon bist du dann der Managing Director vor Ort. Genau, so war es, genau. Das sind die, das war eins der schönen Learnings, als wir in die, oder schön weiß ich nicht, aber der relevanten Learnings auf jeden Fall. Wir sind eine sehr flache Hierarchie, eigentlich nicht besonders titelorientiert. Wir versuchen sehr inklusiv auf unterschiedlichen Lernlevel von Menschen zu sein und deswegen auch nach außen hin nicht so stark Strukturen aufzuziehen und auch in der Kommunikation nicht so strukturiert zu sein. Eins meiner Learnings nach einer gewissen Zeit war aber einfach, wow, Titel öffnen Türen, zumindest insbesondere in New York, aber auch durchaus in der amerikanischen Businesskultur. Und so haben wir etwas eingeführt, was eigentlich unserer Kultur ein bisschen fremd ist, aber wir werden eben dann doch auch als Unternehmen internationaler und passen uns, sofern wir es mit unseren Grundwerten vereinbaren können. Der Umgebung so ein bisschen anders. Genau, und gerade hier, hat das doch auch durchaus Türen geöffnet und für mich auch persönlich Möglichkeiten geschaffen, weil ein Titel auf einer Business Card dann hier doch nochmal was anderes ist, gegebenenfalls, als es in Deutschland ist. Also eins ist auf jeden Fall meiner Learnings hier. Du hast deine Karriere vom Operativen hoch aufgebaut, von einer Flight Attendant zum Management, zum Managing Director heute, also sehr, ich sag mal, vielfältig in den Aufgaben. War dir das wichtig oder wie siehst du das? Also ich gebe dir recht, dass so eine Vielfalt an unterschiedlichen Stationen in einer Karriere und vielleicht auch eine lange Zeit in einem natürlich von Veränderungen geprägten, aber dann doch sehr behüteten und beschützten Arbeitsumfeld wie einem deutschen DAX 30 Unternehmen, was wirklich ganz andere Arbeitskultur hat, die man auch sehr zu schätzen lernt, wenn man außerhalb des Unternehmens ist, insbesondere in den USA, mitbringt. Dennoch glaube ich, also gerade mein Beraterdasein heute und das Verständnis, wie ticken Organisationen in kleinen Einheiten, wie ticken einzelne Menschen, die vielleicht unterschiedlichste eigene Karrierebilder und Logiken und Wege durchlaufen sind, haben, ist ein Schatz, den man vielleicht nicht mitbringt, wenn man direkt in ein Beratungsunternehmen eingestiegen ist. Und dieses Verständnis, dass Zitat von Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast, ist einfach etwas, was so unglaublich wahr ist. Und jede Folie, die wir malen, malen ist vielleicht der falsche Begriff, die wir uns heftigst ausdenken und dann niederschreiben, kann nur realisiert werden mit einer Antizipation von, welche Menschen können diese Veränderung gestalten, wahrnehmen, voranbringen, haben die Passion und die Lust, ihre eigenen Grenzen vielleicht ab und zu überschreiten, sich Dinge anzuhören, die vielleicht nicht immer Spaß machen, weil nur dann kann das, was auf der einen oder anderen Folie steht, wirklich zum Leben kommen. Und ich glaube, genau in dieser Mitte bewegen wir uns immer zwischen Strategie und Operationalisierung. Das ist unser Ansatz. Es reicht nicht, etwas auf Folien zu schreiben, was toll klingt, aber in der Realität nicht umsetzbar ist. Und deswegen verfolgen wir ganz stark als TLGG diesen verknüpfenden Effekt zwischen Strategie, Operationalisierung, Strategie, Operationalisierung, im Grunde genommen permanente Iteration der Strategie im Check mit, wie funktioniert das in der Realität, und wenn wir so eine Art Gefühl dafür haben, okay, jetzt kann es laufen, die Organisation, die Partner, die wir mit in die Veränderungsbewegung reinbringen, das Gefühl haben, so jetzt können wir übernehmen, dann übergeben wir auch wieder und verlassen das Unternehmen. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen anders als vielleicht viele andere, die immer auf Folgeverträge hoffen. Wir hoffen eigentlich, dass wir eine eigenständige Organisation und Menschen, die die Dinge weiter voranbringen, hinterlassen, wenn wir das Unternehmen wieder verlassen. Wie du auch eben sagtest, aber ohne Kultur wird keine Strategie durchgehen. Also ohne die Offenheit, irgendetwas zu verändern oder etwas zu machen, wird sowas nie durchgehen. Ja. Habt ihr auch häufiger Unternehmen, wo ihr selber merkt, dass die Kultur einfach nicht stimmt? Also dass die in Richtung Digitalisierung nicht weitergehen können, wenn die sich nicht intern irgendwie neu ausrichten? Richtig würde ich sagen, aus so einer Kollektivperspektive. Ich glaube, dass jede Organisation für sich an einer Stelle zu betrachten ist, um sie abzuholen. Wir beschreiben das manchmal mit dem Term Digital Literacy. Und im Grunde genommen haben alle Menschen Interesse an Veränderung, weil wir uns als Menschheit immer weiterentwickeln.
was es manchmal braucht, ist das an die Hand nehmen oder das sagen, du hast hier einen Partner, der mit dir losläuft, weil das Loslaufen ist eigentlich die Herausforderung, nicht die Veränderung als solche. Das Gefühl zu haben, ich habe genug Informationen, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wo ich eigentlich hinlaufe, dass ich den Weg beschreiten kann, um loszulaufen. Und ich glaube, das ist das, was wir häufig leisten können. Wie war deine Erfahrung hier, also bei der Eröffnung des Offices? Du hast hier wirklich alleine angefangen. Du meintest eben, du hast den ersten Stuhl selber reingetragen. Hast du vielleicht auch einen Rat an andere, die hier als Pioniere eines deutschen Unternehmens, einer Consulting oder einer Agentur hinkommen? Was kannst du ihnen raten, eventuell nicht zu machen? Also ich war nicht ganz alleine, wir waren zu zweit. Schlauerweise gab es eine Amerikanerin, die das mit mir gemacht hat. Aber wir waren im Grunde genommen die beiden, die Stühle hier reingetragen haben. An Rat? Also ich glaube, es gibt unglaublich viele Dinge, die man raten könnte wahrscheinlich. Ich glaube, die Kernthematik wahrscheinlich in jedem Veränderungsprozess, die gar nicht unbedingt New York oder USA spezifisch ist, ist eine gewaltige Portion an Offenheit mitzubringen und Akzeptanz und Adaptionsfähigkeit in neue Situationen, sich nicht verunsichern zu lassen, sondern eher offen an das Neue heranzutreten und das auf sich wirken zu lassen, ohne es abzulehnen, vielleicht so im ersten Schritt. Das ist eine sehr generalistische Aussage, die, glaube ich, insgesamt gilt. Und ich glaube, zuhören und angucken und mitnehmen war mit Sicherheit so ein Kernthema meiner ersten 3 bis 6 Monate. Wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht man hier anders, wie funktioniert das, wo finde ich das in mir selber, kann ich das, was brauche ich dafür, weil die amerikanische Kultur, und das jetzt vielleicht dann auch wieder spezifisch, ist eine ganz herzliche und offene. Ich glaube aber, dass es schon eine Wichtigkeit hat, den lokalen Business-Jargon zu beherrschen, umso leichter man sich da zurechtfindet, umso besser ist wahrscheinlich der Auftritt auf dem amerikanischen Business-Parkett sozusagen. Und ich glaube, das hat einfach so eine Lernkurve bei mir benötigt. Und ich würde sagen, so langsam bin ich angekommen in auch dem Einschätzen von, was passt in den amerikanischen Business-Kontext, was passt vielleicht nicht so gut, aber was ist vielleicht auch TLGG und macht uns anders und lässt uns herausstechen, ohne dass es komisch ankommt. Und was ist aber auch etwas, was man vielleicht eher in Deutschland tut und dann eben nicht hier. Tretet ihr hier absichtlich und aktiv als deutsche Consulting-Firma auf oder lässt ihr das eher, ich sag mal, hinten dran? Also ich finde es eigentlich wichtig als internationale, also insbesondere in der immer stärkeren Globalisierung und den Veränderungen, die wir sehen, die einfach global auf uns einwirken, in Deutschland oder in Europa vielleicht sogar auf dem Kontext, wo wir viel Einfluss sehen aus Amerika, aber inzwischen auch immer mehr und immer stärker beobachten, was passiert eigentlich auf der anderen Seite der Welt, nämlich in Asien, in China insbesondere, was bedeutet digitale Transformation dort und auch in Ländern, die wir vielleicht nicht so krass auf dem Radar haben, aber die eigentlich gerade, ich benutze das schöne Wort leapfroggen, so ein bisschen an dem, was wir selbst in den USA mit Silicon Valley vielleicht nicht immer haben, ist so die Veränderung, was mobile alles machen kann, wenn man keine Finanzinfrastrukturen hat etc. pp. Also zum Beispiel in Südafrika gibt es da spannende Beispiele. In Kolumbien sprechen wir über das ganze Thema Mobility, wie sich das verändert. Also gibt es sehr viele unterschiedliche Aspekte, die, glaube ich, zu beachten sind. Für uns ist, glaube ich, wichtig, dass wir für eine Haltung stehen und für ein Verständnis, wie sich die Welt entwickeln sollte. Und das ist das, was wir als Consulting-Ansatz hier in den USA verankern wollen. Und ich glaube, da sind wir ganz stark getrieben von, ich nenne es mal, westlichen Werten der Freiheit. Und da findet man dann ganz viele verbindende Elemente zwischen Deutschland und USA. Sehr, sehr, sehr interessant. Zu eurem Namen. Ich glaube, das werdet ihr häufiger gefragt. TLGG steht ja für Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Ja. Hier tretet ihr aber als TLGG Consulting auf, soweit ich das richtig gesehen habe. Richtig. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie es ist, wenn jemand hier in den USA vielleicht fragt, was das, also wofür die Buchstaben stehen? Also wie
war da so deine Erfahrung? Am Anfang war ich ganz naiv, ehrlich und habe das dann übersetzt und die schöne Geschichte dazu erzählt, wie der Name entstanden ist und was es bedeutet. Und der Witz, der in Deutschland sehr gut funktioniert, nämlich, dass es im Grunde die drei Gründer repräsentiert und einer unserer Gründer hat einen asiatischen Hintergrund, deswegen ist er die gelbe Gefahr oder repräsentiert die gelbe Gefahr, ist ein Witz, der hier sowas von politisch unkorrekt ist, dass ich relativ schnell gemerkt habe, lass uns einfach bei TLGG bleiben und jegliche weitere Nachfrage verneinen und das Ganze TLGG nennen. Und das funktioniert auch sehr gut inzwischen. Ja. Ach, sehr cool. Spannend. Kannst du New York in nur drei Worten beschreiben? New York in drei, das ist unglaublich schwierig, New York in drei Worten zu beschreiben. Ich würde es beschreiben mit Vielfalt, Überraschung und Schnelligkeit. Was ist dein Rat an neue New Yorker aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz aus Business-Perspektive wie auch privat zum Leben hier in New York? Aus Business-Perspektive, fangen wir damit an. Aus Business-Perspektive ist wirklich so ein bisschen, sich auf die Veränderung hier einzulassen, sich anzugucken, wie funktioniert das, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Für mich waren zum Beispiel die dann doch sehr ausgeprägten Regeln, wie sich Mann und Frau im Business-Kontext miteinander umgehen dürfen und was verbal möglich ist und was nicht möglich ist, so etwas, was ich nicht gewohnt war, einfach, dass es sehr strikte Regeln gibt, ist etwas sehr Ungewöhnliches, also eine Sensibilität dafür zu haben, okay, hier herrschen andere Gesetze, andere Regeln, sich dem Ganzen anzunehmen und da die ein oder andere Anpassung vorzunehmen, aber gegebenenfalls manche Dinge auch einfach offen anzusprechen. Also mir hat das unglaublich viel geholfen, jemanden auch einzuladen, zu verstehen, woher ich komme und was ich so für Rahmenbedingungen mitbringe und dann zu gucken, was ist denn für uns in so einer dann bilateralen Beziehung der richtige Umgang miteinander aus dem Business-Kontext heraus. Es hat immer, hat wirklich eigentlich immer sehr, sehr positive Wirkungen gehabt. Aus einem privaten Kontext, ich glaube, mein größtes Learning ist so die Herausforderung der Großstadt und des dann privaten Umfeldes. Ich glaube, das ist etwas, was man als Deutscher vielleicht nicht so gewohnt ist. Es gibt hier unglaublich grandiose Wohnsituationen und unglaublich herausfordernde Wohnsituationen und die Kosten, die mit den grandioseren Logiken verbunden sind, die hat man nicht immer so auf dem Radar. Und ich glaube, das war mein größtes Learning, dass wir ein anderes Reinlichkeitsprinzip haben in Deutschland, eine andere Reinlichkeit gewohnt sind und da so eine gewisse Akzeptanz und vielleicht auch die eine oder andere Komfortzonenüberschreitung zuzulassen und mitzunehmen. Das war das eine Thema. Das andere Thema ist Distanz, also Nähe und Entfernung ist irgendwie ein anderes Thema hier, sowohl von wie lange brauche ich denn eigentlich von A nach B, als auch Distanz und Nähe zwischen Menschen ist ein anderes Thema. Also wie schnell ist man befreundet, als aus einer Terminologie versus einem wirklichen Beziehungsstatus. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, den ich so für mich mitgenommen habe. Ist dein Freundeskreis, wenn ich fragen darf, eher deutsch oder eher amerikanisch hier? Also ich bin hierher gekommen mit der großen Zielsetzung, aufgrund von unterschiedlichsten Erfahrungen in der Vergangenheit, hatte ich einen relativ viel kurze Zeit in unterschiedlichen Ländern gelebt während meiner Zeit bei Lufthansa, dass ich eigentlich gerne lokale Freundschaften schließen möchte. Und ich habe auch gelernt, wenn man hier ein Unternehmen großzieht, dann ist das ganze Thema Sozialleben eine Herausforderung, insbesondere wenn man natürlich mit Menschen, die hier ein etabliertes Sozialleben haben, weil sie ihr Leben lang in New York gelebt haben, nochmal schwieriger. Aber ich habe es geschafft. Ich würde es fast 50-50 nennen. Ja. Ihr berät Unternehmen hauptsächlich in Richtung Digitalisierung. Ja. Was ist da so die größte Herausforderung im Moment? Also wo siehst du die größten Schwierigkeiten? Mhm. Oder womit kommen die Unternehmen eigentlich am häufigsten und sagen, hier, wir brauchen Hilfe, wir kommen nicht weiter? Also ich glaube, es ist ganz spannend, es verändert sich gerade. Also vielleicht so aus einer deutschen Perspektive auf die USA. Wir reden immer, oder zumindest die Schlagzeilen, die ich hier so aus deutschen Medien und auch natürlich den Innovationskreisen, in denen ich mich noch über meine Netzwerke bewege, lese, ist das ganze Thema Deutschland verschläft die Digitalisierung. Das ist immer so ein gefühltes Widerspiegeln von Einzelmomenten und Aktivitäten.
ich glaube, insgesamt verschläft vielleicht sogar die gesamte westliche Welt das Thema Digitalisierung. China insbesondere, aber auch große Länder wie Indonesien oder andere, die vielleicht bei uns nicht alle so auf dem Radar sind, aber schaffen gerade große Sprünge, die wir aufgrund von Infrastrukturlogiken, von natürlich auch protektionistischen Regelungen, die wir zum Schutze unserer Bürger und demokratischen Institutionen geschaffen haben, nicht so viel Flexibilität zulassen, dass es eben hier teilweise inzwischen langsamer vorangeht. Der Blick aus Deutschland auf die USA ist immer sehr Silicon Valley geprägt, immer noch. Was ich aus der amerikanischen Brille gerade wahrnehme, ist so eine Resurrection von New York, eigentlich als vielleicht so der Follow-Upper ins Silicon Valley. Es wurde gerade eine Statistik veröffentlicht, dass es inzwischen in New York mehr Tech-Worker gibt als im Silicon Valley. Was ich aber hier in New York erlebe, und das ist unglaublich spannend, ist eine bedachtere und behutsame Veränderungsstruktur. Und das hat vielleicht ganz viel mit der Geschichte der Stadt zu tun. Wenn man sich anguckt, was sie durchgemacht hat, in Veränderungsprozessen, in der ersten Welle der Industrialisierung, in der zweiten, in der dritten, jetzt in der vierten, dann wird mit sehr viel Bedacht Veränderung vorangetrieben und auch in einem vielleicht schon noch kapitalistisch geprägten Konstrukt, aber in einem sehr netzwerkorientierten und gemeinschaftsorientierten Konstrukt. Ein schönes Beispiel, finde ich, sind dafür die Brooklyn Navy Yards, die wirklich versuchen, die ehemals 70.000 Menschen, die da Militärschiffe und andere Schiffe gebaut haben und es dann in der Veränderung der Industrialisierung zu absoluter Arbeitslosigkeit und kompletter Leerstand in den Gebäuden, die da auch heute noch stehen. Inzwischen ist es so, dass das Ganze wiederbelebt wurde mit Start-ups, mit Corporates, mit Universitäten und anderen akademischen Institutionen, um wirklich im Grunde genommen Regionen von Thinktanks in der Stadt zu schaffen, die miteinander Veränderungen herbeiführen, wo aber auch Menschen leben können, wo es Urban Gardening-Konstrukte gibt, die es sonst weltweit nicht anders gibt. Also eine sehr spannende und inklusive Veränderung wird hier vorangetrieben. Das jetzt im Kontext, wo stehen wir gerade? Ich glaube, die erste romantische Betrachtung auf das ganze Thema Veränderung mit der Digitalisierung geht nicht dem Ende zu, aber schlägt langsam auf die Realität. Was heißt denn das eigentlich? Zum einen, es geht nicht so schnell, wie wir dachten. Weil wir alle heute global vernetzt sind, hören wir davon ganz viel jeden Tag, was digitale Veränderung alles kann. Die Realität ist oft, ja, könnte sie in der Zukunft irgendwann, also zum Beispiel bei so Themen wie Artificial Intelligence, das ist alles sehr weit kommuniziert, jeder hat da jetzt irgendwie einen Begriff zu, was wirklich möglich ist, was schon geht und was noch nicht geht. Die Realität sieht da oft anders aus. Und deswegen glaube ich, sind wir gerade in so einer spannenden Phase, wo Unternehmen gerade sich nochmal sortieren in dem Kontext digitaler Transformation, schauen, wo sind denn eigentlich unsere guten Bets, wo sind die vielleicht, wo wir was lernen können, aber eben was nicht langfristigen Financial Impact hat. Welche Kulturen müssen wir weiter gestalten und antizipieren, um in diesem langfristigen Veränderungsprozess der digitalen Transformation dann als Gewinner oder Mitgewinner herauszugehen? Und wie gestalten wir auch andere Arten von Veränderungsprozessen, wenn es eben dann nicht der Erfolg aus einer Plattformperspektive oder einer Ökosystemperspektive ist? Wie schaffen wir sozialverträgliche Lösungen für alle Beteiligten in solchen Veränderungsprozessen? Das war Katrin Zimmermann. Vielen Dank nochmal an Sie für Ihre Zeit. Wer mehr über TLGG Consulting erfahren möchte, kann Ihre Website unter www.tlggconsulting.com besuchen. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Folgt uns gerne in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook oder Twitter. Oder besucht unsere Webseite unter www.german-in-newyork.com. Abonniert uns gerne in der Podcast-App eures Vertrauens und bis zum nächsten Mal. Oh,